Alter. Boah. Gerrit, Alter. Outtake. Jesus. Hier, nimm Leckerli, ey. Nein, Biene, nein, zurück. Nein. Schöner Slip. Ach, Biene. Outtakes. So many Outtakes. Oh mein Gott. Kevin. Gerrit. Moin. Na? Schön, dich mal wiederzusehen. Wir hatten dich sehr lange nicht in Videos. Ja. Und bei dir hat sich einiges verändert. Deswegen wollen wir heute über dein neues Lastenrad sprechen, das du jetzt schon, glaube ich, keine Ahnung, mehr als 2200 oder so. Genau, und zwar ein Omnium Cargo Classic. Und ja, du hast jetzt schon so ein bisschen Erfahrung damit gesammelt und deswegen dachte ich mir, stellen wir das heute mal vor. Du hast es schon sehr individualisiert, wie ich sehen kann, und hast es ja in erster Linie, um mit deiner Frau unterwegs zu sein. Mit meiner Frau, genau. Alles klar. Ja. Ja, dein Arbeitsweg hat sich ja auch verkürzt, ne? Der war ja mal länger. Wir haben im Video ja mal von dem Hardcore-Pendler mit seinen 44 Kilometer gesprochen. Das ist jetzt weniger, ne? Ja, das ist jetzt weniger geworden. Das sind jetzt noch 25 Kilometer ungefähr zur Arbeit. Und das kann ich mit dem, nachdem ich es etwas modifiziert habe, mit dem Lastenrad auch ganz gut bewerkstelligen. Aber ich brauchte halt ein Rad. Ich brauchte unbedingt ein Fahrrad, um damit zur Arbeit zu kommen, weil ich habe keine Lust, jeden Tag mit Auto zu fahren. Das schockt mich. Genau. Ich brauchte unbedingt ein Fahrrad und habe geguckt, Anhänger. Oh, nee, keine Lust. Das ist so. Ich habe mir vorgestellt, ich kann den Hund nicht sehen. Ich habe keine Kontrolle. Ich wollte ihn lieber im Sichtfeld haben. Und dann war eigentlich nur ein Cargo-Bike da. Und dann habe ich geguckt. Ich bin schon Bullet gefahren. Ich bin Riese und Müller gefahren. Ich bin die, oh Gott, wie heißt es denn noch? Die Urban Arrows bin ich gefahren. Ich bin dein Ginkgo gefahren. Und eins war klar, ich wollte keinen Elektromotor. Das war schon mal, also eigentlich kam nur ein Bullet in Frage für mich. So nach der, nach einer after skimming the market sozusagen. Ja. Und es war aber schwer, einen zu kriegen. Und ja, ich konnte mich irgendwie auch nicht festlegen. Ich hatte mich zu Tode gesucht. Und dann hattest du mir bei eBay Kleinanzeigen geschrieben, Kevin, da ist ein Omnium in Flensburg zum Verkauf. Ich so, what? Ja. Gleich hingefahren, 1000 Meter von meiner Wohnortsstelle, wollte ich gerade sagen. Wohnortsstelle, Arbeitsstelle, ja. Von meinem Wohnort. Und das ist dann geworden sozusagen. Und dann ist es geworden und ich treffe mich, also ich treffe ihn immer noch, derjenige, der mir das verkauft hat. Der freut sich immer, wenn wir vorbeifahren. Ja. Und ich habe ihn auch schon geschrieben bei eBay Kleinanzeigen, ich bin schon 1000 Kilometer gefahren. Daumen hoch. Ja. Genau, aber das Rad kommt mit ganz vielen Mankos. Erstens, keine Transportbox vorne. Also was habe ich gemacht am Anfang? Da habe ich ein Maurerbit für 5,99 € im Baumarkt gekauft. Ja, man muss erstmal, glaube ich, generell über die Bauart reden. Also das, wir haben hier nicht so ein Long-John-Prinzip, sondern wir haben quasi hinten ein 28-Zoll-Rad, vorne 20, wobei es nicht 20 sind, da kommen wir gleich noch drauf. Und dann hast du sozusagen die Ladefläche über dem Vorderrad, zwei lange Streben. Und so ein Gewebenetz ist da gespannt. Also wenn man da was drauf packt, muss man es halt mit Spanngurten sichern. Ja. Es sei denn, man entscheidet sich dann für eine Box oder baut sich was. Und genau. Genau, da bist du jetzt wieder dran. Also das Omnium Cargo ist ja dafür beliebt, weil du einfach 175 Kilo Nutzlast ist zugelassen. Also 180 ist, glaube ich, beim Bullet. Also hat super gutes Wendeverhalten. Also du kannst wirklich auch echt schwere Sachen mitnehmen. Und das täuscht, wenn Leute sagen, das ist irgendwie sehr, sehr, also es kippt leicht oder so. Das würde ich nicht behaupten. Man stellt sich das so vor, weil das halt Nein. Das Gewicht lastet halt auf dem Vorderrad in erster Linie. Und das ist ja auch gleichzeitig Aber das Fahrrad fährt besser, wenn Biene im Fahrrad drin ist. Ja. Weil das dann nicht so twitchy ist. Wenn ich im Auflieger drin bin und der Hund läuft neben mir und ich fahre, dann ist das viel instabiler, das Fahrrad. Okay. Also Gewicht. Das hat einen guten Geradeauslauf. Das ist super agil. Also viele Leute sagen ja auch, okay, Lastenrad hin oder her, das ist ja schwer und träge. Mhm. Es ist gelistet als 17,5 Kilo. Genau, der Rahmen selbst ist Stahl. Genau. Chromoly. Und wir haben vorhin mal geguckt, ich glaube, der Rahmen plus, glaube ich, Lenkung und Steuersatz 6,85 Kilo. Ja. Und dann in dieser Basisausstattung oder Klassikausstattung, wie du es hast, bist du bei, keine Ahnung, 17, 18 Kilo. Genau. Ne? Und Omnium ist ja ein dänisches Unternehmen mit einem Hauptsitz in Kopenhagen und die Dinger fahren ja überall. Ja. Und du hast ja gesagt, das ist das Classic. Also wir haben auch über Hinterrad und Vorderrad gesprochen. Aber es hat ein sehr, also ich kriege hinten vielleicht 40 mm rein. Mhm. Vorne
müssen wir ausprobieren, aber ich denke, vorne ist auch für 50 mm Platz. Ja. Wobei vorne wirklich der Nachteil ist, wenn wir jetzt über den Antrieb reden, der Nachteil ist wirklich, dass vorne kein reinrassiges, ich nenne es mal reinrassiges, 20 Zoll Rad eingebaut ist, sondern 20 Zoll, 1/3 Achtel hat der Reifen. Also es gibt 406, also 20 Inch in 406 und 451. Das heißt, der Durchmesser ist größer und dadurch kriege ich keine ganz normalen Standard 20 Zoll Reifen drauf. Ja. Und die Auswahl, von die das standardmäßig drauf sind, ist dieser Ryzen, glaube ich, heißt der vorne. Ja, noch nie vorher gehört. Ich auch vorher noch nie gehört. Ganz normaler 20 Euro Drahtreifen. Ich hatte schon 4 Platten. Ich will unbedingt tubeless und muss mir jetzt halt, gucke jetzt gerade nach Vorderrädern als 20 Zoll, vielleicht mit Nabendynamo. Ja. Aber das ist wirklich, also ich kenne die, ich weiß ja nicht, welche Gründe das hat. Es kann sein, dass das Fahrrad schlechter fährt mit 20 Zoll. Ja. Das muss man ausprobieren, aber über 20 Zoll muss ich die Höhe dann halt kompensieren. Also das Rad hat ja weniger Durchmesser dann ist das Fahrrad vorne flacher, also kippt das nach vorne. Kann sein, dass das Tretlager oder dass die Pedalen dann eher auf den Fußboden kommen in der Kurve. Mhm. Glaube ich nicht, wenn ich einen größeren Reifen nehme und dann habe ich wieder einen Zentimeter gewonnen oder so. Dann passt das schon wieder. Ja, Thema Klassik nochmal. Also es gibt halt, wie gesagt, die Klassik-Variante. Es gibt tatsächlich auch E-Omniums mit, ja, keine Ahnung, E-Steps 8000, also gut motorisiert. Sogar, ja, eine Titan-Version. Ja, die ist halt richtig hübsch. Die ist auch richtig teuer, aber sie ist halt trotzdem, ja, hübsch. Genau, aber ich sag mal, Stahlrahmen ist natürlich so der Klassiker, ne? Auch was die Haltbarkeit angeht. Und ja, Kettenschaltung ist dran. Ja, eine zehnfach Kettenschaltung. Ich habe, komme ich überall gut den Berg mit hoch. Ne? Also ich komme die Toastbystraße, das ist für Flensburger jetzt Fachjargon. die Toastbystraße komme ich damit hoch im ersten Gang, im Wiegetritt. Und habe bis jetzt, ich weiß nicht, ich habe bis jetzt erst einmal geschoben oder so. Ja. Wo ich gesagt habe, nö, ich habe keine Lust mehr. Aber ja, also das Gewicht ist natürlich echt das Plus. Ne? Dadurch, ja, dass du keinen E-Antrieb hast, kannst du, ja, halt beim Gewicht sparen. Ja, was hast du denn verändert schon? Puh, was habe ich verändert, Gerrit? Ich habe verändert das Hinterrad. Das habe ich gleich zu Anfang an gemacht, weil mich das Omnium-Hinterrad, ich hatte halt ein das ist ein Hunt Allroad Carbon schieß mich tot Hinterrad. Ja. Ein bisschen schmaler als das Original-Laufrad, was drin war. Ich habe da Pirellis draufgezogen, tubeless. Und warum ich es gemacht habe, warum ich es hinten getauscht habe, ist, ich wollte sofort tubeless. Ja. Weil wenn ich viel fahre, wir können auch gleich nochmal die Flanke uns angucken. Die Reifen sind 1000 Kilometer drauf. Also der hat auch wirklich mehr Abrieb, weil viel mehr Last hinten drauf ist, weil man einfach ein bisschen aufrechter sitzt. Ja. Aber man muss dazu sagen, der Pirelli Cinturato Velo ist unser Lieblingsreifen, ja, auf dem Rennrad im Prinzip, aber, ja, letztlich ja auch jetzt. Du hast auch schon mehrere Sätze durchgeschlissen, oder? Ja, und ich kaufe den immer wieder und ich habe, ja, mir auch jetzt schon wieder einen auf Vorrat gelegt. Du hast wieder was Startler, ne? Ja, Box. Ne? Das ist ja auch nochmal was Besonderes. Ich habe dich, ja, vorher mit diesem Maurerbütt gesehen, wo du dann irgendwie Löcher reingebohrt hast und den mit Kabelbindern und so weiter fest. Ja. Jetzt hast du ja eine sehr elegante Lösung, die nicht die leichteste ist. Nee. Du hast ja mit dem Carbon-Hinterrad jetzt gespart, deswegen hast du vorne, ja, 6 Kilo mehr. 6 Kilo mehr. Rolf hat die für mich gebaut, die Box. Wir hatten darüber geschnackt und ist ein guter Fahrradkollege von mir. Ja. Das ist 1,5 mm Siebdruckplatte und die Luftschlitze tatsächlich, die habe ich mit einem Kollegen Finn, ist gelernter Tischler und der hat die da reingefräst, damit das nicht ganz so warm ist. Mhm. Da werden auch noch weitere Modifizierungen an der Box festgenommen, aber festgenommen? Vorgenommen. Bisschen dünnere Rückwand hast du ja schon. Ja, ein bisschen dünnere Rückwand habe ich schon gekauft und ein paar Löcher und so zur Festnahme und Mitnahme von Gegenständen. Zur Festnahme von Gegenständen. Es ist... Es ist früh. Aber ja. Gerrit, was ich damit sagen will, ist, das Fahrrad kommt mit keiner Box und ich habe ganz viel geguckt. Es gibt ja Euroboxen in verschiedenen Maßen, aber die Grundfläche ist 80x50. Ja. Und es gibt nichts. Ich habe noch keine Box gefunden, die 80x50 hat. Das ist dasselbe Problem aber beim Ginkgo. Wenn du dir denkst, du möchtest diese beiden Platten, also zumindest diese schräge Platte, ja, nicht haben, ja, setzt du eine Box rein. Das Maß ist so
katastrophal, dass ja. du kannst nichts da kaufen, was vernünftig da reinpasst. Das ist, glaube ich, vielleicht, ja. Ist so ähnlich. Klar, du könntest 2 Euro Boxen 50 mal 30 nehmen, dann hättest du, also, ne, 30 breit, dann hättest du die so nebeneinander, dann hättest du 60, 50. Aber die jetzt ist ja auch überlappend, ne? Also die ist ja auch nicht direkt mit den Rohren. Doch, die ist, also ja, ein bisschen ja, da drüber, ne? So ein bisschen, ja. Okay. Also wenn man sie Aero haben würde, könnte man sie vielleicht auch noch schmaler bauen, aber das ist wirklich so, für Biene langt das. Man kann das sehen, sie kann sich drehen. Das ist immer ganz wichtig, dass ein Hund, weil wir ja auch gleich noch ein bisschen über den Hund reden, was wichtig ist, sie schläft übrigens fast gleich ein. Und genau, und vorne haben wir noch dieses Polster montiert, damit sie packt gerne den Kopf vorne ab, damit das schön weich ist. Und natürlich die Lampe an der Seite, die wir haben, damit ich auch gesehen werde, ist eine Busch und Müller. Und unten habe ich noch so eine China-Lampe. Weil ein Sigma mit Bremslichtfunktion. Finde ich echt gut. Also ja, für den Preis ist okay. Ja. Genau, und dann, das war es eigentlich an Modifikationen. Ja, natürlich und die Pedalen, ne? Und natürlich mein Auflieger, über den haben wir auch noch gar nicht geredet. Nee, das stimmt. Das ist ja eher untypisch, dass man sagt, man baut sich an Lastenrattenauflieger. Ja, aber ich fühle mich super, Leute immer, Kevin, bist du, ne, du fährst da in die Wand rein oder so, aber ich fühle mich super sicher mit dem Auflieger. Wenn sie drin sitzt, dann kann ich mit einer Hand am Auflieger lenken. Das ist überhaupt kein Problem. Das Fahrrad verhält sich so gut. Biene kann auch hin und her springen oder so. Das bringt mich nicht aus der Fassung. Also ich habe die ersten, tatsächlich habe ich angefangen, erst mit Flat-Pedal-Schuhen, also hier normale Pedale und dann mit Flat-Pedal-Schuhen habe ich mir gekauft, ja, um das Fahrrad kennenzulernen. Das würde ich auch jedem empfehlen. Ne? Also ich habe erst mit Flat-Pedals angefangen und fand das ganz cool, so damit zu fahren, aber dann habe ich irgendwann entschieden, okay, nee, ich möchte doch wieder auf SPD umsteigen, weil ich einfach mehr Druck habe und weil der Fuß besser sitzt. Mich hat dieses Umsetzen vom Fuß immer genervt. Außerdem, wenn man Berg hochfährt, nervt das. Das ist nicht so mein Ding. Ja, aber der Lenker ist auch im Original gerade, ne? Also wenn du das frisch kaufst, sage ich mal. Der Lenker ist im Original gerade und ich habe das halt so übernommen, das Fahrrad. Und finde es gar nicht schlecht, weil natürlich normalerweise, wenn der jetzt gerade wäre, das ist jetzt ein sehr kurzer Vorbau, irgendwie 5 cm oder so, ja, dann wäre der ja hier. Das heißt, meine Hände wären noch weiter vorne. Ja. So ist das nicht schlecht, weil man sitzt aufrechter und wenn ich halt Aero will, dann setze ich mich halt hier rein. Ich finde das immer ganz wichtig. Ich hatte auch schon geguckt nach anderen Lenkervarianten und irgendwann vielleicht in 1,5 Jahren oder 2 Jahren werde ich mal auf Rennradlenker umrüsten, ja, weil da habe ich eigentlich am meisten Lust, weil die Position des Rennradlenkers ist, wenn man das beides betrachtet, ein noch besserer Kompromiss, weil du einfach noch tiefer kannst. Ja, das stimmt. Du hattest vorhin gesagt, Mankos gibt es bei diesem Rad auch. Ja. Das Vorderrad hattest du ja schon gesagt, mit den unechten 20 Zoll, also wenn man das so nennen möchte. Ja. Du sagst, 4 Reifen gibt es maximal, die dann da vorne vielleicht drauf passen. Was ist noch ein Problem, was du entdeckt hast? Was ich noch entdeckt habe, ist auf jeden Fall, hat mir... Ja, der Ständer hat mir nicht so wirklich gefallen. Der ist erstens sehr schwer und manchmal geht er auch sehr schwer nach vorne. Also wenn man mit einem Fuß macht, dann verkeilt er sich immer. Mhm. Das heißt, das ist immer ein bisschen friemelig mit dem Ständer. An sich habe ich auch schon überlegt, ohne Ständer zu fahren, aber das Fahrrad steht halt einfach recht gut. Ich habe natürlich alle Schrauben nochmal nachgezogen. Das kann natürlich vom Vorbesitzer liegen. Also die waren irgendwie alle lose hier am Vorbau. Ja. Sattelstütze, finde ich, hat mich jetzt gewundert, warum jetzt das eine 31,8 Sattelstütze ist und keine 27,2 im Durchmesser. Ich habe noch andere Sattelstützen aus Carbon und die hätten da gut reingepasst. Aber das ist halt ein dickes Maß sozusagen. Ja, klar. Aber das Ginkgo hat auch, glaube ich, 31,6. Also, oder ist das 31,6? Ich weiß die Zahl nicht mehr genau. 31,6, 31,8 oder so. Ist auf jeden Fall ein Standard, aber ja, ein bisschen dicker angerührt, das Ganze. Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten wirklich, dass ich mir selber Gedanken machen muss über die Box. Also es wäre cool, wenn Omnium selber echt sagt, du, wir haben hier eine Box entwickelt, aus Kunststoff zum Beispiel, die schön leicht ist, aber stabil ist, die man einfach raufpacken kann. Da gibt es nichts. Es gibt nichts. Ich habe bei Omnium, Hashtag Omnium Cargo, irgendwie bei Instagram, mir alle möglichen Varianten angeguckt, was es so an Transportlösungen gibt. Ja, nichts. Aber
es gibt coole Lösungen, auch viele Eigenbau. Ich habe Leute bei eBay Kleinanzeigen angeschrieben, aber nee, ist nicht so. Ja. Und ja, ich wünsche mir halt das Fahrrad mit Rennradlenker, ne? Muss ich schon ehrlich sagen. Aber das macht ist so. Macht der Gewohnheit wahrscheinlich. Das so ein bisschen macht der Gewohnheit. Natürlich diese, also diese 5 Euro Schaumstoff, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Lenkergriffe, nicht so mein Ding. Schaltung ist top, kann man nichts sagen. Deore hätte man ruhig auch auf eine 1x11 investieren können, nicht eine 1x10. Ich meine, du hast es jetzt Gebrauch gekauft, ne? aber klar, irgendwie eine 1x11 XT oder sowas wird sich ja, glaube ich, auch... Ja, warum nicht? Ne? Also ich wahrscheinlich ist die ein bisschen günstiger in der Anschaffung, aber die 50 Euro hätte man dann das teure Fahrrad auch teurer machen können. Dann hat man noch einen Gang mehr und man hat auch ein bisschen mehr Auswahl, was so Kettenblätter angeht und so. Ja, das stimmt. Aber ja, gut, ich meine... Oder Kassetten und so. Ja. Ja. Und Schutzbleche ist dabei. Schutzbleche sind dabei. Standard habe ich auch schon ausgebaut, Gerrit, und war erstaunt, wie leicht die sind. Das ist Kunststoff. Ne? Ja. Mhm. Ich war so, wollen ein bisschen Gewicht sparen. Mhm. Und habe ich sie ausgebaut, um das mal, um zu testen, welchen breiten Reifen ich reinkriege. Ich habe noch die, ich hatte noch am alten Rad die Panaracer drauf. Die haben 45 mm, glaube ich. Ja. Die passen nicht rein, auch nicht ohne Schutzblech. Also die berühren dann die Seitenwände. Das heißt, hinten ist wirklich ein bisschen eng. Das ist natürlich, deswegen gibt es auch das White Fit von Omnium. Wi-Fi, genau. Oder Wi-Fi. Wi-Fi. Ja, okay. Ja. Genau. Und natürlich Kettenblatt. Das ist so ein 6 Euro Kettenblatt vorne. Da hast du ja eine Detailaufnahme bestimmt von. Also das ist, das wird auch bald ausgetauscht. Also das gefällt mir auch nicht optisch und qualitativ auch nicht so wirklich. Ja, fest verbaute Beleuchtung gibt es auch nicht, zumindest nicht an dem Classic. Mhm. Das heißt, man muss, wir haben ja hier in unserer Community Leute, die sagen, Akkulichter sind Müll. Sehe ich anders persönlich, aber natürlich kann man das Vorderrad ja umrüsten, wahrscheinlich mit einem Nabendynamo. Dann könnte man sich die Kabel da langlegen. Genau. Ja. Was dann auch längere Kabel werden, ne? Ja, wir haben allerdings auch hier außen verlegte Züge, ne? Also ja. Das ist nicht innen verlegt. Du hast aber trotzdem Aufnahmen für einen Gepäckträger noch dran. Also du kannst hier, wenn du dir dieses Rahmenset kaufst, nur 1000 Möglichkeiten, sich das so zusammenzubauen, wie man das gerne hätte. Ist auch richtig cool. Und wenn ich richtig schaue, dann habe ich auch kein richtiges Schaltauge. Das ist ein Vorteil. Also es ist ja Stahl da unten. Das heißt, du musst, wenn das, das verbiegt dann einfach nur, ne? Also du hast nicht so wie beim Canyon, wenn das falsch fällt, dass das Schaltauge bricht. Hier ist das nicht so. Das ist einfach ein Teil. Ja, also ich werde auch einen Gepäckträger, wenn ich mein Dogpacking mache im April. Ne, April haben wir schon. Wahrscheinlich eher Mai. In 2-3 Wochen oder so. Werde ich mal 4 Tage fahren. Dann werde ich auch einen Gepäckträger raufbauen. Thema Hund. Ja. Da wollten wir auch noch drüber sprechen. Uha. Hund in der Box. Wie verhält sich das? Ich nehme das mal auf, Gerrit. Dann kann ich dir mal sagen, wie sich der Hund verhält in der Box. Nämlich sehr ruhig und gelassen. Aber erstens, wenn jemand, der das versuchen will, dass der Hund in der Box mitfährt, natürlich sofort, also ich habe angefangen zu Hause, bin ich nur auf meinem Hofplatz gefahren im Kreis und nur ganz wenig, jeden Tag so vielleicht 2-3 Minuten oder so. Man muss das Gefühl kriegen, was passiert, wenn der Hund sich bewegt in der Box, wenn ich fahre. Das ist hammerwichtig und ich habe keine Angst mehr. Also ich hatte am Anfang so ein paar Situationen, wo sie sich unerwartet bewegt hatte, wo ich, wenn ich diese Erfahrung nicht hätte vom Radfahren, ich vielleicht auch in den Graben gefahren wäre oder so. Weil das sind 20, sie wiegt ungefähr 20 Kilo. Mhm. Und wenn sich 20 Kilo da vorne gegen die Wand legen, dann machst du einfach mal so. Ja, klar. Ne? Viele fragen auch, ob ich sie denn anschnalle oder sowas. Das mache ich nicht. Das Problem ist, wenn wir kollidieren mit irgendwas, und also ich hatte ein Beispiel, da ist das Fahrrad umgefallen. Wenn sie festgeschnallt ist und das Fahrrad fällt um, dann fällt sie vielleicht sogar unter das Fahrrad. Mhm. Also sie fällt hier vielleicht noch unten, das Fahrrad fällt dann und sie kann nicht weg. Das ist nicht gut. Und wenn ich bin auch nicht angeschnallt auf dem Fahrrad, ich bin festgeklickt. Sie kann sofort wegspringen. Also ich bin da sehr zwiegespalten. Klar, man könnte eine Vorrichtung machen, dass sie wirklich ganz eng ist, aber wenn ich kollidiere, dann verletze ich mich auch.
Also das ist eher die Chance gut, dass sie im Zweifel noch rausspringen kann. Ich weiß nicht, wie die StVZO ist, wenn jetzt die Polizei das sieht, sagt hier, Herr Mischke, das geht aber so nicht. Ich weiß es nicht, ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht. Sie ist jemand, der nicht rausspringt, es sei denn, man sagt ihr das. Ja, das haben wir schon gesehen gerade. Ja. Also ich bin ja sowieso begeistert, dieser Hund hört sehr gut. Das habe ich schon anders erlebt und wie gesagt, ich fahre ja häufiger mal mit dir und ich erlebe Biene eigentlich sehr entspannt in dieser Kiste. Egal wie die Wegbeschaffenheit ist, hängt sie da eigentlich immer und hält die Nase im Wind und hat jetzt gerade keine Lust mehr. Sie hat jetzt gerade keine Lust mehr. Genau, ja. Auf jeden Fall eine coole Sache. Also ich finde, du hast da echt ein schickes Bike gebaut. Danke. Und ist gut. Schlapp, ist gut. Wir können gerne noch mal irgendwann ein Video machen, wenn du noch mal den Rennradlenker dran hast. Mach ich. Das möchte ich dann gerne sehen. Und jetzt muss ich dir das Mikro mal wegnehmen, weil sonst ist da nur Biene drauf. Ja. Ja, also für alle, die Hundefragen haben zur Box oder so, irgendwie Dogpacking. Ich war mit Biene auch schon zelten, ich hatte schon Zelt mit. Ja. Worauf man achten muss, wie man einen Hund an eine Box gewöhnt. Da kann man auch noch ein separates Thema drum machen. Ja. Dass ich sie immer reintrage, dass ich sie immer raustrage, in der Regel, jetzt haben wir hier ein Beispiel gemacht, wo ich es nicht gemacht habe, damit der Hund lernt, dass er nicht von alleine aus der Box gehen darf. Also ich glaube, wer da Fragen hat, kann dir auf Insta schreiben, ne? @meerespendler, das meine ich richtig. Das ist richtig. Schreibe ich auch nochmal in die Beschreibung rein und dann könnt ihr Kevin eure Fragen stellen und ihm auch gerne folgen, der macht sehr schöne Sachen auf Instagram. Ach, danke. Ja, schön. Auch immer schön Bilder aus der Fahrradwelt, das ist cool. In dem Sinne würde ich sagen, fährst du jetzt zur Arbeit? Ja, ich fahre jetzt zur Arbeit. In entgegengesetzte Richtung. Brauche ich mal einen Kaffee. Ja, das ist auch wichtig. Genau. Und dann, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr kommentieren wollt, wie immer gerne unter dem Video, lasst ein Like da und ein Abo und freut mich, dass du mal wieder bei uns warst. Danke, Gerrit. Wenn auch ohne Götz, den hole ich jetzt. Mach das. Platz. Rolle. Sitz. Durch. Ne, durch. Sitz. Bleib. Check. Sitz. Und lauf. Und lauf, 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 lauf. Ja, das hattest du mal besser gekonnt. Super. Komm durch. Und durch. Und durch. Sitz. Platz. Rolle. Männchen. Männchen. Super. Und lauf. Ah.